Moin, der Barry hier. Willkommen zurück. Heute habe ich einen kleinen Guide für euch, und zwar, wie man die Goldtarnung für Maschinenpistolen freischalten kann mit ein paar Tipps und Tricks, sodass man recht schnell vorankommt. Wo kann man am besten die Waffen hochleveln? Ich habe das immer in Team Deathmatch oder auf Herrschaft gemacht, im Blitzmodus. Dafür gehen wir hier oben auf Filter, wählen Blitz aus, dann zum Beispiel Team Deathmatch oder Herrschaft. Natürlich gehen die anderen Modis auch, das ist einem selbst überlassen. Falls ihr Hardcore spielen wollt, klickt ihr hier oben auf Hardcore. Dann müsst ihr als Filter Festlink drücken, auch wieder auf Blitz. Und dann habt ihr jetzt den Filter drin. Aber ich spiele am liebsten Standard. Dann wählt ihr wieder den Filter aus, klickt wieder auf Blitz. Und dann meldet ihr einfach ein schnelles Spiel an und dann seid ihr schon in dem Blitzmodus drin für Team Deathmatch oder Herrschaft. Dieses Jahr ist der Waffengrind auf jeden Fall ziemlich zäh, da die Waffen bis Level 70 gehen. Und wenn man gerade keine Doppel-XP hat, kann das schon ziemlich lange dauern. Um das Ganze ein wenig zu beschleunigen, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder geht ihr unten auf Tokens ansehen, dann schaut ihr, ob ihr noch Waffen-XP-Tokens habt. Dann könnt ihr die aktivieren und dann habt ihr dementsprechend so lang Doppel-XP. Und was jetzt auch noch neu ist, ist der Clan. Dafür geht ihr oben auf Socials. Dann habt ihr oben Clans. Und wenn man jetzt einen Clan beitritt und mit Mitspielern spielt aus dem Clan, ich weiß nicht genau, wie groß die Gruppe sein muss, kriegt man, wenn man das freigeschaltet hat, 10% Bonus auf deine Stufe, auf die Waffen, auf die Operator. Also ist auch nochmal so ein kleiner XP-Boost. Ihr könnt dann hier einfach auf Clan gehen, alle Clans. Und dann könnt ihr euch hier einen raussuchen. Natürlich ist es am besten, wenn man einen Deutschen findet. Man kann das ja auch nochmal alles so ein bisschen kategorieren. Auf jeden Fall für 10%, die kann man ja mitnehmen, wenn man ein paar Kollegen hat, macht man sich einen Clan auf und dann ist das auch ganz praktisch. Zusätzlich können wir auch 12 Operator insgesamt hochleveln. Jeder Operator hat eine eigene Lieblingswaffe, wie ihr schon sehen könnt. Das heißt, wenn man zum Beispiel den Operator mit seiner Lieblingswaffe spielt, kriegt man für die Waffe auch nochmal XP. Hier oben könnt ihr die Operator-Stufe sehen. Das heißt, wenn ihr den hochlevelt, zum Beispiel hier die Belohnung, das sind 1000 Waffen-XP für die Own. Dann, wenn man den ein bisschen weiter levelt, den Operator, kriegt man nochmal XP für die Waffe, also Waffen-EP. Und das könnt ihr insgesamt für 12 verschiedene Waffen machen. Hier seht ihr immer die Waffen, die die EP dann bekommen. Das heißt, wenn ihr die MP40 hochspielen wollt, schaltet euch den Operator erst frei und dann spielt die beiden in einer Kombination zum Beispiel. Jetzt kommen wir zu den Tarnungen, wie die funktionieren, welche Aufsätze wir dafür am besten mitnehmen. Die letzten drei Aufgaben bei den MPs sind ein wenig speziell, und zwar müssen wir jeweils drei Aufsätze immer spielen, die vorgegeben werden. Die könnt ihr hier oben sehen, zum Beispiel ihr klickt jetzt hier auf Gedankenspiele. Dann steht jetzt hier, dass wir die und die Aufsätze ausrüsten müssen, das zeige ich euch gleich alles noch. Aber in diesem Video zeige ich euch auch nur die MP40 als Beispiel. Und die anderen MPs haben auch diese Aufgaben, aber die haben natürlich andere Aufsatznamen. Also das heißt zum Beispiel, hier ist jetzt der kurzer Lauf VDD bei der MP40, und wenn wir jetzt eine andere ausrüsten, zum Beispiel die Sten, dann haben wir hier ganz andere Namen. Da müsst ihr halt immer drauf achten, was bei eurer Aufgabe dort steht. Rüstet dann den und den Lauf aus, dann klickt ihr halt auf Aufsätze und rüstet den aus und fertig. Und dann könnt ihr auch schon wieder die Aufgaben machen, zum Beispiel die Headshots, die Longshots oder die Abschüsse ohne Schaden. Wo man die am besten machen kann, das zeige ich euch jetzt alles in-game. Wir gehen die nach und nach durch. Ich starte dafür ein eigenes Spiel. Dort kann ich euch das dann alles ein bisschen entspannter zeigen und erklären als im Online-Modus. Natürlich dient das nur als Beispiel. Das Freischalten funktioniert dort nicht. Wenn man die Tarnung freischalten möchte, muss man ganz normal online spielen. So, fangen wir mit der ersten Aufgabe an. Packtaktik, die auch mit am einfachsten ist. Da müssen wir einfach nur 400 Eliminierungen machen mit der MP. Die kommen nach und nach, egal welche Map wir spielen. Und bis wir die Waffe auf Max-Level haben, also 70, sollte man die 400 Kills auf jeden Fall auch schon fertig haben. Für die zweite Aufgabe, chirurgisch, müssen wir insgesamt 100 Kopfschüsse machen. Da kann ich euch nur im Visier empfehlen, dass man eine bessere Sicht hat, und dann fällt einem das auch einfacher. Ihr könnt das in der Lobby machen oder hier im Spiel. Ausrüstung, dann bearbeiten, Waffenschmied, Visier. Ich kann euch Schiefer Reflektor empfehlen, das hat man auch relativ schnell freigeschaltet. Ihr könnt natürlich auch ein anderes Visier spielen, das ist einem selbst überlassen. Und ja, man kann natürlich auch ohne Visier spielen, aber mit so einer clean Sicht hat man auf jeden Fall eine bessere Chance, einen Headshot zu landen. Die dritte Aufgabe, Räuber-Alpha, ist auch noch recht entspannt. Erreiche 50 Mehrfachabschüsse. Was ist damit gemeint? Das sind Doppelabschüsse, wie ich jetzt hier gerade zum Beispiel gemacht habe. Also zwei schnelle Kills hintereinander. Und am besten kann man das auf den kleinen Maps machen, wie zum Beispiel Dome oder das Haus. Und wenn man etwas größere Maps spielt, wie die hier, eignen sich die Häuser ganz gut, also immer in der Mitte rein. Und da kann man dann auch recht einfach Doppelabschüsse machen. Die vierte Aufgabe, Reptil, erreiche 30x5 Abschüsse ohne zu sterben, die ist schon ein wenig schwieriger. Da kann ich euch nur empfehlen, sobald ihr 2-3 Kills habt, spielt ein bisschen defensiver, damit man das Ganze auch schafft. Und für bremsliche Situationen würde ich die Stim mitnehmen, damit könnt ihr euch dann heilen, falls man kurz vorm Tod ist.
Die fünfte Aufgabe, Meisterschütze, erreiche 100 Abschüsse auf große Distanz. Die würde ich nebenbei so ein bisschen nur machen, halt nicht drauf fokussieren, da wir mit der achten Aufgabe Überlebenskünstler nochmal 100 Weitabschüsse machen müssen. Und zwar diesmal mit bestimmten Aufsätzen. Das heißt, wenn wir die beiden zusammen kombinieren, muss man das so gesehen nur einmal machen. Natürlich werdet ihr wahrscheinlich über der Zeit hier schon ein paar Abschüsse haben, aber ich würde die halt noch nicht komplett machen, weil sonst hätte man doppelte Arbeit und die Weitabschüsse können schon mal ziemlich lange dauern. Für die Weitabschüsse habe ich mir eine Art Sniper-Setup zusammengebaut, damit das wesentlich einfacher ist. Hier könnt ihr einmal die Aufsätze dafür sehen. Ihr könnt das bei fast jeder MP so machen. Manche Aufsätze heißen dann natürlich ein bisschen anders, da müsst ihr dann mal schauen. Und die Aufsätze schaltet man auch relativ früh frei. Also das sind Anfangsaufsätze so gesehen, dass man da easy durchkommt. Und was auch noch sehr cool ist, was ich immer mitnehmen würde, egal welche Waffe ihr levelt, ist Überschuss. Und zwar hier unten bei Kit. Und zwar kriegen wir pro Kill ein bisschen mehr XP. Das heißt, wir können die Waffen dadurch auch nochmal ein bisschen schneller leveln. Die Weitabschüsse kann man am besten auf den großen Maps machen. Man kann natürlich auch die kleinen spielen, da geht das auch. Da muss man halt immer ein bisschen schauen, wie das dann passt. Ab 30 Meter hat man einen Weitabschuss mit einer MP. Und hier auf den großen Maps hat man ja meistens die langen Gänge links und rechts, die offen sind. Spielen wir die kleinen Maps, haben wir meistens in der Mitte Häuser, die dann zu und verwinkelt sind. Und da hat man dann eine schlechte Reichweite, also da hat man meistens nicht die 30 Meter. Weshalb hier zum Beispiel Oasis ziemlich gut dafür ist, ich zeige euch das hier mal. Wenn die Gegner dann meistens hier ganz hinten irgendwo stehen, da haben wir schon den ersten Fernkampfabschuss. Und die kommen ja meistens immer links oder rechts und da hat man dann eigentlich genug Chancen, die Gegner abzuschießen. Auch nochmal ein Fernkampfabschuss, das geht recht einfach mit dem Setup. Für die achte Aufgabe muss man ja auch Weitabschüsse machen. Dort werden uns aber drei Aufsätze vorgegeben, die wir auf jeden Fall spielen müssen. Sonst wird das Ganze nicht angerechnet. Welche das sind, das schauen wir uns gleich an. Und die können wir hier einfach abändern und dann kann man das Setup weiterhin benutzen. So, jetzt kommen wir zu der sechsten Aufgabe, Berserker. Hier müssen wir jetzt 100 Gegner aus nächster Nähe töten. Das heißt, wir müssen relativ nah am Gegner sein. Maximal 2,5 Meter ungefähr. Sollte man ein bisschen weiter weg sein, wird einem das schon nicht mehr angerechnet. Wie das hier zum Beispiel, das war schon zu weit, also man muss wesentlich näher sein. Hier, der zählt jetzt zum Beispiel aus nächster Nähe, jetzt hätte ich einen Punkt und das muss man insgesamt 100 Mal schaffen. Am besten eignen sich dafür wieder die kleinen Maps oder hier so Häuserfights, da man dort meistens relativ schnell und nah an die Gegner kommt. Mit einer Stunnade vielleicht noch zusammenspielen, dass man die Gegner betäubt, dann kommt man auch recht einfach in den Nahkampf. Die siebte Aufgabe Wildkatze ist wieder ein bisschen einfacher. Hier müssen wir jetzt 100 Abschüsse aus der Hüfte machen, das heißt wir laufen zum Gegner hin. Und schießen dann ohne reinzuvisieren auf den und das insgesamt 100 Mal. So, jetzt kommen wir zu der achten Aufgabe, Überlebenskünstler. Hier müssen wir jetzt auch wieder 100 Weitabschüsse machen und zwar diesmal mit drei speziellen Aufsätzen. Das ist eigentlich nur ein Aufsatz, den wir ändern müssen für das Sniper-Setup, was ich euch eben schon gezeigt habe. Wir können den Lauf weiterhin spielen, der eh schon drauf war, genauso wie der Schaft. Das einzige, was wir jetzt ändern müssen, ist das Magazin. Und da müssen wir jetzt das letzte Magazin mitnehmen. Das schaltet man auch erst als letztes frei, was ein bisschen ärgerlich ist und auch ein bisschen länger dauert. Desert Siege ist auch eine sehr gute Map, um Weitabschüsse zu machen. Wir haben viele offene Stellen, gute Positionen, wo wir uns hinstellen können. Ich habe jetzt hier mal das andere Setup drin für die achte Aufgabe. Und hier hinten zum Beispiel, da laufen immer sehr viele Spieler entlang, wenn man auf der Seite ist. Oder die campen dort. Und dann kann man recht viele Weitabschüsse in einer Runde schaffen. So, jetzt kommen wir zu der neunten Aufgabe, die sich ein bisschen schwieriger anhört, ist aber eigentlich nicht. Und zwar müssen wir 100 Abschüsse machen, ohne Schaden zu nehmen. Und das mit drei Aufsätzen, die uns wieder vorgegeben werden. Ich zeige euch die hier mal. Das ist einmal der VDD Verhülltlauf. Der zweite, den kriegt man relativ früh. Das Gorenko 32 Schuss Magazin, das bekommt man auch relativ früh. Das einzige, was ein bisschen länger dauert, um das freizuschalten, ist die Fertigkeit unmarkiert. Die müssen wir auch dafür haben und die kriegt man erst am Ende. Die 100 Kills für die Aufgabe, die bekommt man eigentlich nach und nach von alleine, wenn man spielt. Da immer wieder Gegner an euch vorbeilaufen oder ihr hinter denen seid, dann könnt ihr die safe abschießen. Und das sind dann alles sichere Punkte, die man dafür braucht. Als letztes haben wir jetzt noch Todeskünstler. Hier müssen wir wieder 100 Kopfschüsse machen, nur diesmal mit drei Aufsätzen, die uns vorgegeben werden. Die zeige ich euch immer. Und zwar ist das einmal der VDD Kurzerlauf, das ist der letzte hier. Dann einmal der VDD 34M-Schaft, der vorletzte. Und als letztes die Fertigkeit Röt, die man auch als erstes bekommt. Und das sind dann die drei Aufsätze, die wir für die 100 Kopfschüsse brauchen. Ich kann euch wieder nur empfehlen, nehmt ein Visier mit, damit man eine bessere Sicht hat. Dann ist das wesentlich einfacher. Und die anderen Aufsätze sind beliebig, also da könnt ihr irgendwas nehmen. Ja, das wäre es dann jetzt erstmal soweit mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwas unklar war, immer her damit. Ich versuche euch da gern weiterzuhelfen. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, welche Waffen ihr schon auf Gold habt oder welche ihr derzeit hochspielt.
Das würde mich mal interessieren. Und falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tüdelü. We'll be right back.